herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 11. bis 17. Januar 2021. Und das gilt natürlich für alle Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten, was auch immer für dich ansprechend ist. Wir sind ja bei Allgemeinlegung und das bedeutet, dass das natürlich die Möglichkeiten sind, die sich zeigen. Und das ist ganz wichtig. Die Karten, die ich verwende, Finde deinen wahren Weg von Colette Bern-Reed für die allgemeine Wochenenergie. Für die einzelnen Wochentage habe ich das After-Tarot. Das After-Tarot ist von Julia F. Massaglia gezeichnet. Dann das normale Rider-Waite-Tarot in klein für die Klärung. Dann haben wir das Orakel der Krafttiere von Colette Bern-Reed und das Seelenorakel, das schamanische Seelenorakel von Colette Bern-Reed, Alberto Villoldo und Marcella Lobos. Ja, also wer Interesse hat, die Kartendecks könnt ihr auch auf meiner Webseite finden, wenn ihr euch die besorgen möchtet, ansonsten auch ganz normal auf amazon.de. Wir schauen uns an, was diese Woche so passiert oder was möglich ist auch. Wir schauen uns erst die allgemeine astrologische Woche an. Und dann natürlich im Einzelnen für die Sternzeichen und dann gehen wir auch in die Kartenlegung für die Sternzeichen. Wer Rückfragen hat oder vielleicht auch eine persönliche Legung benötigt, dann bitte auf www.ella-taroskop.de oder eine E-Mail an ella@ella-taroskop.de. Dann kann ich euch eure Fragen beantworten, wenn ihr interessiert seid an persönlichen Legungen. Ja, soweit so gut. Schauen wir jetzt, was astrologisch in dieser Woche allgemein möglich ist. So, schauen wir uns an, was jetzt für alle Sternzeichen gilt. Also es ist für alle ein Rundumblick, was in der Woche so los ist. Wir hatten in der Vorwoche schon sehr viel Negativenergie. Diese Woche ist es am Montag ein bisschen, ja, bisschen angenehmer mit Merkur und Jupiter. Und man kann sich wahrscheinlich gut unterhalten. Man hat mal wieder positive Tendenzen. Und ich habe hier auch meinen Plan, also man kann natürlich sich versuchen, zu einigen nett zueinander zu sein, selbstverständlich. Merkur Uranus am 12. Da ist wieder ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Lust auf Streit oder Empfindsamkeit. Nennen wir es lieber mal, jeder ist so ein bisschen empfindsam. Ja, ja, Neumond am 13. Das ist, Neumond heißt ja auch immer Neues beginnt, aber es ist vorsichtig geboten. Wir sind in einer Situation, wo wir uns an die Gegebenheiten ein bisschen anpassen müssen und jeder so ein bisschen genervt ist. Ja. Da haben wir auch noch einen Mars-Saturn-Aspekt am 13. Und mit Sonne und Pluto, wie gesagt, da finden Machtspielchen statt. Da findet so ein bisschen ein Gerangel statt. Venus und Uranus stehen für Liebe oder Entgegenkommen, Sympathie. Da wird auch Uranus im Stier am 14. direktläufig. Wir haben trotzdem noch die Jupiter-Uranus-Spannung am 17. Und man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man sich nicht in Streitigkeiten begibt, die nicht notwendig sind. Es ist von außen her sehr bedrückend, durchaus, ja, das kann man einfach nicht anders sagen. Jeder kann natürlich von seiner Warte aus versuchen, die Dinge so optimistisch oder positiv wie möglich zu gestalten. Optimistisch ist ja ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke mal, die Stimmung insgesamt wird sich ja auch im ganzen Januar nicht großartig verändern. Deswegen sollte man vorsichtig sein mit dem, was man sagt, wie man es sagt und wie man mit der Situation umgeht. Da ist jeder Einzelne gefragt, sein Bestes zu geben. Auch wenn, wie gesagt, die äußeren Bedingungen nicht optimal sind. Aber man kann seiniges dazu beitragen, wenn man möchte. Schauen wir uns jetzt an, was in dieser Woche für die einzelnen Sternzeichen so machbar und möglich ist. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische, zum Taroskop mit Ella in der Woche 11. bis 17. Januar 2021 und wir wollen schauen, was in dieser Woche so alles möglich ist. Wir haben die Sonne im Steinbock und das ist eine sehr, ich sag mal, gediegene Energie.
Jupiter im Wassermann hat jetzt nicht so den großen Einfluss. Saturn auch nicht, das heißt, du hast nicht den Druck, genau hinzuschauen. Aber Uranus lässt dich Veränderungen mit befürworten, Uranus im Stier, ja, und sorgt dafür, dass du Veränderungen annimmst und umsetzt. Neptun kann so ein bisschen runterdrücken, so ein bisschen depressiv machen, da musst du aufpassen, lass dich davon nicht beeindrucken, denn Pluto sorgt dafür, dass du dir deinen Platz irgendwo auch erarbeiten kannst und das sollst du natürlich auch. Wir haben jetzt vom 6. Januar bis 4. März Stiermars und das bedeutet, du hast genug Power und Energie, um die Dinge auch auf den Weg zu bringen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So, wir haben jetzt Venus im Steinbock. Ja. Auch da bekommst du von deinen Mitmenschen sehr positive Energien. Sie greifen dir vielleicht auch hilfreich unter die Arme. Und das solltest du natürlich auch liebend gerne annehmen und positiv darauf reagieren. Merkur, ja, möchte, dass du die Dinge umsetzt, dass du die auch rüberbringst und mitteilst, was du möchtest. Momentan ist er auf neutraler Position, aber du weißt ja, am 30. wird er rückläufig. Ne? Also, du kannst schon ja, schöne Stunden verbringen in dieser Woche. Und da solltest du jetzt diese Woche, ich sag mal, für private Zwecke nutzen, dich auch regenerieren, genügend Auszeiten nehmen, um dich dann nächste Woche, wo es ein bisschen mehr Action gibt, ein bisschen entspannter zu sein. Und vor allen Dingen dich nicht von den negativen Energien von außen zu sehr einfangen zu lassen. Wir haben ja gehört, Neptun kann auf die Stimmung drücken und das kann natürlich, wenn so viel Negatives kommt von außen, dazu beitragen. Also lass dich davon nicht irritieren, schieb's auf Neptun und sag, nö, mache ich nicht. Ich kümmere mich um das, was gut läuft. Und damit hast du schon positiv manifestiert. Schauen wir uns jetzt an, was die Karten für dich haben. So, dann schauen wir mal, was für die Fische in dieser Woche in der Astrologie los war, ob sich das in den Karten widerspiegelt. Das ist manchmal sehr konträr und manchmal sehr passend. Wir schauen uns an in der allgemeinen Legung, was so wetterbedingt in den Energien los ist. Du weißt ja, allgemeine Legung kann und wird nicht immer hundertprozentig passen, obwohl ich da schon auch gehört habe, dass das schon mal so der Fall gewesen ist. Interessant. Aber wie gesagt, das muss nicht sein. Wichtig ist, dass du daraus Impulse bekommst, die dir persönlich in deiner Situation weiterhelfen. Wir schauen uns an, was du von deinen Mitmenschen in dieser Woche an Außenenergie erwarten kannst. Was haben wir da? Wir haben Geduld. So, und das bedeutet, dass die Mitmenschen also auch geduldig warten, dass sich die Dinge verbessern, dass sie nicht hastig sind, also zumindest in deinem Umfeld. Wenn da jemand mal negativ reagiert, nimm das bitte nicht persönlich und wenn es dir zu viel wird, nimm dir, wie gesagt, deine Auszeiten, das ist äußerst wichtig, weil sonst nimmst du diese ganzen negativen Energien an, was dich sehr runterziehen kann. Wir schauen uns an, wie du dich siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, das ist so die umfassende Energie der Woche und wir kommen jetzt zu den Wochentagen. Bei den Wochentagen weißt du ja, wenn du die Legung schon mal gesehen hast, dass das eben variabel ist. Das heißt, ich lege zwar Montag bis Sonntag, aber für dich kann das in einer anderen Reihenfolge stattfinden. Das ist bei der allgemeinen Legung so. Ja, aber du wirst das selbstverständlich auch merken, wenn das für dich eintrifft. Wir schauen uns auch an, wie du auf deine Mitmenschen zugehst. Was ist deine Energie nach außen? Wir haben die 4 der Münzen. Das ist so ein bisschen an etwas oder jemandem krampfhaft festhalten oder es ist halt so ein bisschen Geiz, dass man so ein bisschen ja finanziell vielleicht auch sich zurückhält. Das muss nicht schlecht sein. Wir schauen mal, wie das in die Leo passt. So, dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wie gesagt, die Reihenfolge kann bei jedem anders aussehen, aber du wirst das auch spüren. Und die Vorwoche hängt wie immer hinten dran. Du kannst schauen, was in der Vorwoche los war und ob das jetzt noch Einfluss auf diese Woche nimmt, wenn gewisse Dinge noch nicht erledigt sind oder so. Deshalb
wenn du Interesse hast. Es ist hinten angehängt. Wie siehst du dich denn in dieser Woche? Wir haben die 7 der Kelche. 7 der Kelche sind neue Möglichkeiten im Gefühlsbereich, aber es kann auch diese Verwirrung von Neptun sein, dass man nur so nicht so wirklich weiß, wohin mit sich. Ja? Schauen wir uns an, wie das im Zusammenspiel aussieht. Was wünschst du dir denn? Die Berufung. Du möchtest wissen, wo die Reise hingehen soll. Ja, das bedeutet natürlich, dass du eine Zielvorgabe suchst. Die Zielvorgabe kann immer nur in dir selber liegen. Das bedeutet, dass du natürlich in dir spürst, wo es dich hinzieht, was du gut kannst, wo deine Talente liegen, deine Befähigungen und wo du, was du gerne machst zum Beispiel. Ne? Sprechen wir jetzt von Musik oder Kreativität, Malen, was auch immer. Dann solltest du da natürlich auch ein Augenmerk drauf halten und das vielleicht erstmal als Hobby ausüben, um dich auch damit zu befassen, weil es dir ja Freude macht. Ne? Wir schauen aber mal. Hoffnung und Ängste haben wir den Bote des Feuers. Das ist der Ritter der Stäbe, kurzzeitige Begeisterung. Das kann natürlich bedeuten, dass du Angst hast, dass das eben nur eine kurzzeitige Begeisterung für etwas ist. Das wird sich aber zeigen, deswegen sollst du es ja ausüben. Was ist gut für dich? Gut für dich ist die 4 des Feuers. Das ist dein nahes Umfeld, dein Zuhause, deine Familie, dein Partner, Partnerin, Freunde, ne? Der Nahkreis, die unterstützen dich. Und das haben wir ja auch astrologisch gehört, dass du sehr viel Unterstützung hast und dass du das auch dankbar annehmen sollst. Nicht gut in dieser Woche ist der Neubeginn, der nah, unbelastet und frei. Also solltest nach Möglichkeit nichts Neues anfangen, sondern dich um das kümmern, was dir vorher auch schon Freude gemacht hat und wo du drin aufgegangen bist. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben die Transformation, das heißt, Veränderungen finden statt. Mit Uranus sowieso im Stier, auch hat das Einfluss auf dich, aber es kann natürlich sein, dass diese Veränderungen sehr positiv sind. Ja, also keine Panik. Ne? Auch nicht an Altem krampfhaft festhalten. Deine Mitmenschen sind auch geduldig mit dir, lassen dir deinen Freiraum und du solltest die Ruhephasen auch nutzen. Hier am Montag haben wir die 5 der Schwerter. Durch diese Verwirrung, durch dieses Gefühlsmäßige vielleicht auch, was dich auch von außen her ein Stück weit in die Bredouille bringt, also dass du dich nicht weißt, wohin mit dir, kann natürlich zu Streit führen, weil man keine Entscheidung treffen kann oder weil man sich nicht wohlfühlt, wie auch immer. Aber da solltest du deine Freunde, Bekannten und somit ins Boot holen und die um Hilfe bitten. Am Dienstag haben wir den Page der Kelche. Das bedeutet, da kommt liebevolle Energie auf dich zu, vielleicht innerhalb der Familie, der Bekanntenkreis, wo man dir sagt, Mensch, du machst doch dies und jenes, warum führst du das nicht weiter durch? Ja? Dann versuch's, mach's einfach. Am Mittwoch haben wir die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist die Energie des Mütterlichen, sich kümmern um das, was dich begeistert, zu kümmern um das, was dir Freude macht. In dieser schwierigen Zeit für alle ist es natürlich auch wichtig, dass man Fluchtpunkte hat. Ja, Sachen, die man gerne tut, wenn man gerne schreibt, dass man viel schreibt oder dass, wenn man gerne spazieren geht, viel spazieren geht, sofern du das machen möchtest. Es kommt immer darauf an, was du gerne möchtest. Ne? Die Königin der Kelche kümmert sich um die Gefühle, kümmert sich auch um dieses Durcheinander und da brauchst du Unterstützung und die bekommst du auch. Donnerstag haben wir den König der Stäbe, Feuerenergie. Wir haben hier sehr viel Feuerenergie und das ist eben Leidenschaft auch im Zusammenhang mit Hausheim, nahem Umfeld. Vielleicht hast du in deinem nahen Umfeld auch eine Feuerenergie, die dich beflügelt oder mitreißt oder dich so ein bisschen begeistert für etwas. Das ist doch schön. Am Freitag haben wir die 8 der Schwerter. Da ist so ein bisschen dieses Gedankenkreiseln. Ja? Dein Kopf arbeitet auf Hochform, schalte ab. Die 8 der Schwerter ist immer der Moment, wo du aus einem Gedanken oder einem etwas, womit du dich beschäftigst, die ganze Zeit gedanklich aussteigen musst. Ja? Also raus da, ne? Hobby nachgehen, Sport machen, was auch immer dich aus diesem Gedankenkreisel holt. Vielleicht ist es auch eine Person, die dir dabei hilft. Ja? Am Samstag haben wir die Hohepriesterin. Das ist deine Intuition. Du weißt, dass der Neuanfang kommt, nur noch nicht. Nicht in dieser Woche auf jeden Fall. Erst muss wahrscheinlich die Transformation, die Veränderung im Umfeld, alles drumherum vollzogen sein, damit dieser Neuanfang möglich wird. Hab Geduld, ja. Und dann haben wir den Gehängten. Schau dir das Ganze wie ein Beobachter an.
fühle dich erstmal nicht darin involviert, sondern wie ein, ich sag mal, wie ein Reporter, der einfach mal die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Sehr sachlich, sehr objektiv, ohne dass du dich jetzt involvierst. Und damit kannst du einen viel besseren Blick auf die derzeitige Situation gewinnen. So, 7 der Kelche, da ist deine Intuition. Und da ist der Page der Schwerter. Gespräche führen über deine Verwirrung, über dieses, ich weiß nicht wohin mit mir, ich weiß nicht, was ich machen soll, bla bla bla. Ne? Solche Sachen. Die Leute haben Geduld und sie wollen dir auch gerne helfen. Die Berufung, Königin der Stäbe, da ist auch wieder Feuerenergie. Und die 10 der Kelche, was liebst du, was tust du mit Leidenschaft? Damit hast du dann deine Berufung gefunden. Wo ist dein Herz? Wo hängt dein Herz? Das muss nicht nur eine Sache sein, das können auch verschiedene Dinge sein. Und die dann durchzuführen oder auszuüben, ist dann sozusagen deine Wunscherfüllung. Auch wenn es erstmal nur ein Hobby ist. Kurzzeitige Begeisterung, Haus, Heim, Familie und die Obsession. Kann natürlich auch Streit im nahen Umfeld bedeuten. Oder dass man es übertreibt in irgendeiner Form. Dass man vielleicht, wenn man jetzt um Hilfe sucht bezüglich der Berufung oder so, ich meine jetzt du als Fisch, dass du irgendwann den anderen auf den Keks gehst, weil du immer das Gleiche fragst oder weil du immer wieder die gleichen Fragen stellst oder weil du immer wieder neu damit ankommst, obwohl du es eigentlich selber weißt. Kann sein, wenn du es übertreibst, immer vorausgesetzt. 4 des Feuers, da ist der Konflikt und da ist der Neubeginn, der jetzt noch nicht stattfindet, sondern etwas später. Man muss sich erst da durchkauen durch dieses Konfliktpotenzial. Es muss nicht mit deiner Berufung zu tun haben. Das können auch andere Punkte sein, die da eine Rolle spielen. Aber wir kommen auf einen neuen Nenner, wenn wir eben die Transformation durchgeführt haben. Der Narr, Königin der Kelche und die Liebenden. Okay, in der Liebe oder in der Partnerschaft ein Neubeginn hinzulegen, wäre jetzt keine gute Sache. Königin der Kelche ist bisweilen auch sehr theatralisch, dramatisch. Vorsichtig mit solchen Dingen. Wenn du merkst, dass dir alles zu viel wird oder du, ja, ich sag mal, dramatisierst, dann such dir ein Fleckchen, wo du dich zurückziehen kannst und das erstmal im stillen Kämmerlein für dich klären kannst. Transformation, da ist der Page der Kelche und da ist die 4 der Münzen. Halte dich daran fest, was gut läuft. Die Leute, die dir wohlgesonnen sind, die dir den Rücken stärken. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn du jetzt momentan noch nicht weißt, wohin mit dir, dann lass dir Zeit. Es wird sich zeigen. 5 der Schwerter, König der Kelche und Ritter der Stäbe. Kurzzeitige Begeisterung, liebevolle Energie. Möglicherweise versucht dich auch jemand zu beeinflussen. Ja, wenn ich den König der Kelche sehe, dann habe ich immer jemanden, der so eine Agenda hat, der was vorhat, der was erreichen will. Und wenn du das blickst, dann kannst du sauer werden. Ja, dann sagst du das. Ja, dann sagst du, dass dir das nicht gefällt. Page der Kelche, der Gehängte und die 8 der Schwerter wieder. Also, du drehst dich im Kreis und solange du dich im Kreis drehst mit einem Gedanken, dann musst du aussteigen. Dann machst du was ganz anderes. Ja, etwas, was du vielleicht noch nie vorher gemacht hast. Weiß ich, wenn du vorher Musik gemacht hast und jetzt sagst, ich weiß nicht, ob das meine Berufung ist, ja, dann gehst du meinetwegen Hunde ausführen oder du fängst an, was zu basteln. Einfach was ganz anderes. Königin der Kelche, 6 der Münzen und 3 der Kelche. Also Ausgewogenheit, ja, im Gefühlsbereich, sich kümmern um Geselligkeit, dass man den Kontakt nicht verliert, dass man zueinander findet und dass man auch fair miteinander umgeht und nicht in irgendeiner Form übertreibt. König der Stäbe, Page der Stäbe und 9 der Schwerter. Unnötige Sorgen. Was auch immer hier mit dem König der Stäbe ist, der Fokus, vielleicht ist diesem König der Stäbe recht zu machen, ist Quatsch. Sprich darüber, was dir nicht gefällt oder was du nicht möchtest. Ja? 8 der Schwerter, da geht es um Beziehungen. Und Königin der Schwerter, mach dir klar, was du möchtest. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, lieber Fisch. Dass du zu dir selbst gnadenlos ehrlich sein musst. Dir selber zugestehen musst, was du willst, um das dann auch weiterzugeben, den anderen zu sagen und dich nicht in einem Gedankenkreisel zu verfangen. Der Erfolg liegt in deiner Intuition, indem du mit deinem Innenleben arbeitest. Und dafür brauchst du die Ruhephase.
Und das gibt dir auch die Kraft zurück, die Dinge durchzustehen und vielleicht auch fair zu bleiben und vielleicht auch den Blickwinkel zu verändern. Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber du bekommst Unterstützung und du schaffst das auch. Und im gemeinsamen Handeln oder miteinander auch sprechen über die Dinge, die so in einem vorgehen, lernt man sich gegenseitig besser kennen und auch sich selbst besser kennen. Ja? Und auch seine Schwächen und auch seine starken Seiten. Und ich denke mal, sich dann auch seine Schwächen zuzugestehen und zu sagen, ja, da habe ich übertrieben oder da habe ich die Königin der Kelche losgelassen. Ja, das war nicht so gut. Alles gut. Ja, nur nicht eskalieren lassen und nur nicht sich gegenseitig da anbrüllen oder so, sondern auch zugestehen, dass man selbst nicht perfekt ist. Denn weder ich noch du noch irgendjemand ist perfekt. Das Seepferdchen, beobachte und warte ab. Das ist diese Energie hier. So, welche Nummer war das denn? 54. Lese ich dir vor. Ist aber eine schöne Karte. 54. So, Seepferdchen. Während es anmutig im Wasser schwebt, beobachtet das Seepferdchen das Geschehen aus der Perspektive eines Wesens, das sich nicht in Dramen verwickeln lässt und zu all dem Aufruhr um sich herum Distanz bewahrt. Der Geist des Seepferdchens kommt zu dir, um dir zu sagen, dass du jetzt eine neutrale Haltung wahren und auf Abstand gehen musst. Seine Botschaft an dich lautet, das ist nicht dein Bier. Der Allgeist lässt dich wissen, dass auch dann, wenn du versucht bist, dich ins Getümmel zu stürzen und die Dinge richten zu wollen, dir selbst und anderen jetzt am besten damit gedient ist, wenn du in Ruhe auf deinem Beobachtungsposten verharrst. In einer weiteren Botschaft rät dir der Seepferdchengeist, Abstand zum Thema deiner Erkundigung zu gewinnen. Pardon. Betrachte die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln anstatt nur aus einem einzigen und schau einfach, was möglich ist. Aus der Position des neutralen Beobachters wirst du eine Unzahl an Chancen entdecken und ein tieferes Verständnis dessen gewinnen, wonach du suchst und warum. Und wirst Schönheit, Wahrheit, Liebe und Weisheit dabei finden. Genau. Das bedeutet nämlich, dass du vielleicht zu exzessiv eine Antwort suchst, obwohl du schon längst da bist, wo du hin solltest. Ja? Und damit kommst du natürlich zu keinem Ergebnis. Ja, und das Seepferdchen ist genau wie der Gehängte. Es ist nicht dein Bier und wenn andere Dramen verursachen, halte dich möglichst daraus. Das kann auch hier diese Energie sein. Halt dich einfach raus. Es ist nicht dein Bier. Und wenn es zu heftig wird, such dir dein Fleckchen, deine Ruheoase und finde deinen Ruhepunkt, ja, wo du dich wieder regenerierst und Kraft tankst. So, wir schauen jetzt mal, was die schamanische Orakelkarte für dich hat in dieser Woche, lieber Fisch. So, was haben wir denn da? Die Rassel, die Nummer 43, die Rassel. Schauen wir uns an, was dir das schamanische Orakel denn sagen möchte. 43 ist die Seite 108. 108. So, die Rassel, die Essenz. Die Rassel ruft den Geist herbei und verbreitet das Gebet der Schamanen in den vier Himmelsrichtungen. Der Körper des Instruments erinnert an die Umdrehung der Erde um ihre Achse. Mit der Rassel gibt die Medizinfrau ihrem Schicksal einen Dreh in die gewünschte Richtung. Und das begleitende Gebet beendet sie mit den Worten, großer Geist, möge dein Wille geschehen. Die Rassel bringt uns dazu, für die gesamte Erde zu beten und nicht allein für unsere persönlichen Bedürfnisse. Wenn wir für das höchste Wohl aller beten, wird uns alles zuteil, was wir brauchen. Die Einladung, das Auftauchen der Rassel lädt dich zur Arbeit mit den geistigen Instrumenten ein. Aber Vorsicht, sie sind sehr scharf und können dich und andere verletzen, werden sie nicht achtsam verwendet. Leg deine alten Tools beiseite, um dich stattdessen spiritueller Zeicheninstrumente zu bedienen. Du begibst dich jetzt ganz bewusst in eine Partnerschaft mit dem Göttlichen und das heißt, aktuell ist mutiges Handeln angesagt. Lass dich durch nichts und niemanden vom Selbstausdruck abhalten. Die Medizin. Du möchtest das Flüstern Gottes vernehmen können und nicht allein sein. Schreien, richtig? Alles, was du Kraft deiner Wünsche und Erwartungen zu erschaffen versuchst, ist schon längst vorhanden. Steht direkt vor dir. Versuch nicht nach Gutdünken an der Welt herumzudoktern. Die Werkzeuge des Schöpfers stehen dir zur Verfügung, aber sie dürfen nur zu göttlichen Zwecken verwendet werden.
Also was ich sehe ist, dass du deine Berufung schon längst hast und dass du dir dessen eigentlich nur bewusst sein musst oder werden solltest, sagen wir es mal so. Ja? Es ist alles da. Du hast dich vielleicht ein Stück weit in Gedankenchaos verstrickt oder hast dich vom Chaos am Außen abbringen lassen. Kann auch sein. Und wenn du dann, wie gesagt, zur Ruhe kommst hier, ne, und dich mal so ein bisschen vertiefst, wirst du sehen, dass alles eigentlich ganz einfach ist. Und die Rassel besagt, dass du deine Werkzeuge schon hast. Du brauchst nicht danach zu fragen. Du brauchst nur daran festzuhalten und weiterzumachen. Ja? Und lass dich nicht in irgendwas hineinziehen. Irgendwelche Dramen, irgendwelche Dinge. Dann setz dich ab in deine Wohlfühloase und finde deine Ruhe. Die anderen werden sich auch wieder beruhigen. Aber misch dich nicht in Dinge ein, mit denen du jetzt nicht direkt was zu tun hast. Halte ich am besten raus. Das ist ja auch das, was wir hier gehört haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und vielleicht schaust du genauer hin und siehst das, was schon längst da ist und was du für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir eine erfolgreiche, liebevolle Woche, viel Ruhe, Entspannung und Erkenntnis. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und gerne in die Kommentare, wie du die Woche erlebt hast. Alles Gute und bis bald.